Ich sehe gerade, es hieß, wir sollen uns nach unserer Vergiftung jetzt ein bisschen durch die Straßen schwingen, um das Gift rauszubekommen. Und hier gibt es unendlich viele Verbrechen noch aufzulösen. Also gehen wir Richtung Süden. Hier bei Spider-Man, herzlich willkommen zurück. Ich bin euer Kellervater. Schön, wieder hier zu sein. Gut. Alle Einheiten. Ja, genau das meine ich. Ein Häftling setzt einen Aufstand an. Ja. Im West Village wurde ein Vorfall gemeldet. Wir brauchen ja auch Verbrechensmarken, von daher ist ganz gut. Ich muss die Häftlinge stoppen. Zeit für Brandschutzunterricht mit Onkel Spidey. Hi. Spider-Man! Ihr habt es so gut. Schnappt ihn ab! Und gute Nacht! MJ, hey, darf ich dir mal eine heikle ethische Frage stellen? Wann ist es okay, einen Freund aufzugeben? Oh, wow, Pete. Du denkst an Otto? So offensichtlich, ha? Huh? Ja, aber auch verständlich. Der edle, gutmütige Teil von mir will sagen, ein wahrer Freund ist immer da, auch wenn jemand von dir kommt. Aber in Ottos Fall, ich weiß es nicht, Pete. Das ist wirklich eine gute Frage. Ja. Ja. Danke, MJ. Ich muss über einiges nachdenken. Gut. Das ist schön. Schön zu hören. Okay, weiter Richtung Süden. Und da ist das nächste. Uah! Entschuldigung, ist das der Eilzug durch die Stadt? Kleinwaffeneinsatz, ja genau. Ich setze auch Kleinwaffen ein, Leute. Sable-Verstärkung? Wieso kriege ich keine Verstärkung? Ja, ich frage es mich auch gerade und er hüpft nicht weg. Was ist denn da los? Oh, das sind die Falschen, merke ich gerade. So. Jetzt aber, oder? War's das jetzt? Nein, noch immer nicht. Gib mir deinen Stock. Jetzt aber. Na, endlich. Gut, weiter in den Süden. Hier gibt's ja nochmal noch 1 Million Verbrechen von den Sabres und von den Sträflingen. Also von daher... Hey, schau, ich muss mir Scorpion schnappen, aber ich habe Tante May seit dem Brand nicht mehr gesehen. Ein kleiner Halt bei Feast sollte drin sein. Ja. Machen wir das. Auf dem Weg gibt es sicher 1-2 Verbrechen zu bekämpfen. J. Jonah ist recht still geworden. Ist euch das schon aufgefallen? Wie ist die Lage South of House? Ah, schau mal. Verkehrskontrollpunkt sicher. Sucht nach Spider-Man. Nee. Keiner behandelt meine freundlichen... Sorry, hab meinen Ausweis vergessen. Aber ein Tritt in den Hintern beweist, wer ich bin. Wie Fische in einem Fass. Wow, was war denn das? Warte mal, kann ich den hier machen? Wo ist der Nächste? Hoppa! Da ist der Nächste. Jetzt aber. Schön. Sable ist jetzt auch hinter mir her. Als ob ich nicht schon genug Sorgen hätte.
So, wie ist es? Hey, unsere Geräte können wir ein bisschen aufbessern. Nein, das nicht. Aber unser Stromding, oder? Elektronetz, genau. Erhöhte Schusskapazität. Elektronetz bleiben länger betäubt. Und springt auf entfernte Gegner über. Da haben wir jetzt mal abgegradet, Leute. Und hier auch noch für den Erschütterungsschlag. Den haben wir noch gar nicht so richtig benutzt. Aber schön, dass wir so viele Geräte haben. Oh, schau mal. Diese Säbelwachen dürfen Unschuldige nicht quälen. Ernsthaft? Dämonen und Ausbrecher auf freiem Fuß und ihr verhaftet Demonstranten? Komm, wow. Warte mal. Elektro, komm. Wie wär's denn damit? Ich muss raus da. Jetzt? Haben wir's? Warte mal, das haben wir noch nicht, aber... Was? Das gibt's hier nicht, oder? Jetzt aber. Ich hätte Sable nicht trauen sollen. Sie ist zu weit gegangen. Was ist eigentlich mit Silver Sable? Silver, Sable, Sable, wie auch immer. Hey, da kommt es dir wirklich so vor, als sein... Wow! Lass die Kerle außer Gefecht setzen, bevor es Verletzte gibt! Warte mal. War's das? Schön, die Takedowns mit dem perfekten Ausweichen sind nice. Die sind perfekt sogar. So, jetzt aber. Schade ist, dass ich... Dass du was? Warte mal kurz. Haben wir jetzt schon wieder genug für unsere Geräte? Bitte, bitte, bitte. Sag's. Ja! So, Gerätekapazität erhöht. Erschütterungsschlag größer. Dann Herausforderungsmarken haben wir keine mehr und werden wir nie wieder bekommen. Wie ist die Lage in Stahlwisch? Gepanzerte Streife unterwegs. Alter, es hört nicht auf. Wo ist er denn, der gepanzerte? Hey MJ, was gibt's? Alles okay? Ja, ich gehe gerade aus Kopf an. Entschuldigung. Ich wollte es nicht. Ich hab's nicht on purpose unterbrochen. Noch mehr Typen? Mann, Silver Sable muss jede Menge Jobbörsen besuchen. Ja, muss sie. Warte mal, was wollte ich da gerade machen? Ach so, das mal probieren. Wow, was wäre denn damit? Ich kann meine Geräte nicht einsetzen, ich verstehe es nicht. Warte mal. Bringt das was? Ich kann meine Geräte schon wieder nicht einsetzen. Achtung! Mhm, das bringt nichts. Wie war's damit? Ich hab ihn.
gibt's doch nicht. Ich bin an ihm dran. Er hat eine Drohne, ja. Alter Verwalter, die hören nicht auf. Wieso sind die so extrem widerstandsfähig? Das gibt's doch gar nicht. Nein, du hast keinen Namen des Bürgermeisters. Alter, ist der jetzt endlich mal weg? Das gibt's ja nicht, hey. Ich weiß nicht, wie oft ich da schon eindresche auf diese Arschlöcher, aber sie werden nicht weniger. Bitte sag, das war's jetzt. Das gibt's nicht! Das gibt's nicht! Ja, bin ich wahnsinnig, oder was? So, jetzt aber. Bitte sag das was. Na Gott sei Dank, Alter, ich weiß nicht, wie oft du auf die eindreschen musst. Boah, ey. Das macht dir schon keinen Spaß mehr. So. Machen wir jetzt bitte mal. Fangen wir jetzt bitte mal mit der Quest an, für die wir. Eigentlich. Okay. Das Verbrechen schläft nicht. Hey MJ, du hattest angerufen. Es geht gleich wieder. Okay? Ja, ich gehe gerade aus Kontakten durch. Hey, das ist völlig zusammenhanglos, aber weißt du noch, als ich unterbreche dich gerne. Wegen der besten Pizza der Stadt? Ja. 10 Stunden unterwegs für schwarzen Toast mit kaltem Käse. Wie könnte ich das vergessen? Willkommen zur Flugshow! Ja, es ist hart, erwachsen zu sein. Aber unsere Arbeit sorgt dafür, dass andere Kids auch Abenteuer auf Staten Island erleben können. In Sicherheit. Hm. Kreislauf des Lebens. Kreislauf schlechter Pizza. Ja, du hast recht. So sollte man das wohl sehen. Ich habe nicht zugehört. Danke, Pete. Ich habe überhaupt nicht zugehört, aber ich glaube, das war mehr so ein emotionales Gespräch als ein handlungstreibendes. Gut, schauen wir mal da rein. Ah. So, jetzt aber. Hier drüben hin. Bis Miles zurückkommt, können wir nur weiter Essen verteilen. Oh, Peter, wie schön, dich zu sehen. Wie geht's dir? Gut? Mir geht's gut. Was ist mit dir, May? Gut. Viel zu tun. Oh, lass mich gehen. Vorsicht. Ich bin okay. Hattest du mir nicht mal gesagt, ich müsse akzeptieren, dass ich auch nur ein Mensch bin? Du und Ben verwendet meine Worte meisterhaft gegen mich. Mir geht's gut, Peter. Nur ein bisschen müde. Wo ist Miles? Kann er nicht helfen? Oh, er hilft. Er holt gerade Medikamente aus dem Hilfszentrum ab. Es ist erstaunlich, wie viel Antibiotika wir verbrauchen. Okay, du ruhst dich ein bisschen aus. Ich organisiere das Abladen und rufe Miles an. Abgemacht? Okay. Gib mir eine Chance, meinen Parker-Stolz zu heilen. Komm schon, Miles. Geh ran. Ich will mich nicht um dich und May sorgen. Ruhig, ruhig. Von wegen ruhige Kugel. Wir haben das ein paar Sträflinge geschafft. Sieht aus, als wäre hier ein explodierender Bulldozer durch. Ich muss weiter. Eine Miles-Mission. Die Antibiotika. Eine Miles-Mission. Krass, sein Kopf, als der Große ihm eine verpasst hat. Glasscherben müssen wir auch aufpassen. Ich muss ihn ablenken. Hacking App sollte klappen. Und das nur wegen einem dummen Witz über den Anzug und den Zügen. Geschafft. Schon echt so. Krass. Der ist echt drauf, Mann. Aber voll. So, das geht gut. Über die Mauer komme ich wohl. Da sind Medikamente in diesem Zelt. Das wäre ja perfekt. Hast du gesehen, wie der hier durch ist? So. Also, ist wie ein Tier. Idiot. Keine Antibiotika. Ich muss weitersuchen.
Beide so. Gut, dass sie zu uns gehören. Ihr beiden, kommt rüber. Schon gut, schon gut, schon gut. Hey, wer ist da? Gehen wir mal da durch und da weiter. Das muss nicht weitergehen. Gib uns einfach Route und Zeitplan eurer Versorgung. Da drüben sind mehr Vorräte. Ich muss an denen vorbei. Wer war das? Diese Info habe ich nicht gehört. Ich sehe ungern zu, wie Benson dich vermöbelt. Warum wollen diese Supertypen unbedingt die Hilfszentren ausschalten? Hat mit Osborn zu tun. Sie wollen Zeit, dass sie die Landesstadt zu beschützen. Sir, das ist ein Drama. Solange wir alles behalten dürfen, was wir finden, ist mir das egal. Aber hallo, das Zeug ist auf dem Schwarzmarkt ein Vermögen wert. Komm schon, such was hier. Oh. Das sind schon so viele Ablenkungen, dass ich gar nicht weiß, welche ich nehmen soll. Es muss an denen vorbei. Das muss nicht weitergehen. Gib uns einfach Ruhe. Seltsam. Plan eurer Versorgungswahl. Diese Info habe ich nicht gehört. Ich sehe. Warum wollen diese Supertypen unbedingt die Hilfsquesten ausschalten? Mit Osborn. Sie wollen zeigen, dass es zu schwach ist, die Stadt zu beschützen. Sir, klingt nach großem Drama. Oh, wie habe ich das jetzt gemacht? Ach, verdammt. Wie habe ich denn das jetzt schon wieder falsch gemacht? Da drüben sind mehr Vorräte. Ich muss an denen vorbei. Das muss nicht weitergehen. Gib uns einfach Route und Zeitplan eurer Versorgungswahl. Warum wollen diese Supertypen unbedingt die Hilfszentren ausschalten? Hier los. Hat mit Osborn zu tun. Sie wollen zeigen, dass es zu schwach ist, die Stadt zu beschützen. Ich habe jemanden gesehen. Sir, klingt nach großem Drama. Solange wir alles behalten dürfen, was wir finden, ist mir das egal. Aber hallo. Das Zeug ist auf dem Schwarzmarkt ein Vermögen wert. Noch ein Wurzel. Komm schon, suchen wir hier weiter rum. Daumen drücken. Paar Trauma-Kids. Keine Antibiotika. Wo sind die denn bloß? Achtung, Scharfschütze. Oh Mann. Abwarten. Abwarten. Oder soll man abwarten? Ich bin nicht sicher. Jeder kriegt was ab. Niemand will dich bescheißen. Wo muss ich hin, ist die Frage. Alter, muss ich da drüber oder dadurch? Ich bin nicht sicher, wo ich hin muss, ehrlich gesagt. Wer ist da? Das macht mir Angst. Mehr Vorräte. Schon, sei richtig. Amoxicillin. Perfekt. Oh, ein echt großer Mann. Da ist der explodierende Bulldozer. Routen und Zeitpläne. Sofort. Ja, yes, Skazao. Gentlemen, Entschuldigung. Mein Partner ist unelegant. Die hohe Kunst der Überredung ist ihm fremd. Das wollte ich nicht sehen. Was war das? Schau nach. Los. Hat mich nicht gesehen. Warum habe ich so viel Angst Zeit gerade? Zu verschwinden. Wer ist da? Komm, zeig mir. Ich habe noch immer Angst. Ich habe keine Zeit für sowas. Der Tunnel. Hast du jetzt Spaß mit den Lampen? Ich hab gleich Spaß mit dir. Komm raus. Ja. Ganz normal, mich hier. Wo bist du? Es geht dich nichts an. Spiel keine Spielchen. Das gibt's jetzt nicht. Du bist direkt an ihm vorbei. Nerv mich bloß nicht. Was ist los? Ja,
Jawohl. Komm, jetzt! Raus! Oh oh. Oh oh. Abwarten? Ich brauch das nicht! Los! So, mit etwas Glück. Mit etwas viel, viel Glück. Jetzt kann er doch nicht mehr in die Richtung gehen, oder? Warum sollte er jetzt nochmal umdrehen? Zu knapp. Nicht mehr weit weg bis zum Ausgang. Kein Spielchen mehr! Oh, Biest! Du! Oh, oh Mann! Ich muss hier raus. Soll ich nochmal da ran? Mir verstecken! Heilige Scheiße, Alter. Wenn ich dich finde, setzt es was! Der Container. Ja. Mein Ausgang. Mhm. Ich finde dich! Ich gehe lieber anderswo lang. So. Er könnte mir die Öffnung freimachen. Was das? Los, jetzt aber. Los. Schnell. Ist wie Fangen spielen. Ich hasse Fangen spielen. Nee, du musst wissen, dass ich dir... Weg von hier! Ach, gib uns deine Brieftasche! Hilfe! Hey, lassen die ihn! Großer Fehler, Kleiner. Wir dürfen Leute nicht so rumschubsen. Wie denn? So etwa? Der hat echt Mumm. Hüfte ausrichten. Was sagt er denn da? Gleich sagt er nichts mehr. Oh. Na, einmal probieren? Alles gut, Kleiner. Mal probieren? Da muss dringend was Cooleres her. Miles, hab versucht, dich zu erreichen. Alles okay? Hey, also, flipp nicht aus, aber ich muss dir dringend was erzählen. Kampf um die Vorräte abgeschlossen. Das war eine coole Miles Sehr Morales. Gute Arbeit, Miles. Bleib nah beim Feast. Wenn die Sträflinge verzweifelt sind, greifen sie vielleicht das Asyl Mission. An. Ja, genau mein Gedanke. Wenn hier noch was passiert, melde ich mich. Super. Danke, Miles. Er ist so cool irgendwie. Yuri, ich weiß jetzt, dass Rhino Oscorps Hilfszentren angreift. Ich glaube, ich weiß, welches das nächste ist. Es wurden ein Erdbeben und oder Verwüstungen im Harlem Center gemeldet. Klingt nach unserem Mann. Ich mach mich auf den Weg. Wie kommst du zurecht? Müde. Aber ich halte durch. Wir stehen das durch. Nicht aufgeben. Ja. Leute, die wirklich glauben, dass man was verbessern kann, das finde ich gut. Wenn es solche noch gibt, die nicht desillusioniert sind. Sau geile Quest. Hat mir gefallen. Jetzt gibt's einen Cut.